Ja, dieses Jahr ist das Besondere daran, dass wir eine Reise machen, also wirklich auch eine Reise, in der wir mit einem Zug bis in die ins tiefste Orient sozusagen verschwinden. Und in dieser Reise sind in diesem Zug verschiedene Menschen, also zunächst einmal die Imperialmächte, dann ist es eine Musikertruppe, eine Agententruppe. Also es liest sich so ein bisschen wirklich wie ein Kriminalroman. Und natürlich kommt die Politik dabei auch nicht zu kurz. Also wir werden auch natürlich uns zwar mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigen, 1915, aber über den Ersten Weltkrieg hinaus wollen wir natürlich wissen, was hat das Stück denn auch mit uns und mit unserer heutigen Welt zu tun und auch mit den ganzen Konflikten, die gerade auch im Nahen Osten sind. Und wer hat sie eigentlich verzapft oder wer hat sie verbrochen? Und über die Geschichte, dass es damals spielt, werden wir vielleicht viel aufschlussreicher auf die gegenwärtige Geschichte schauen.